hat gut ausgeschlagen, wenn nicht schlägt er mal aus. So Leute, ich brauche ihn nicht vorstellen. Wir haben Pschemek, Jimmy Pelka hier. Ich merkst du, nachdem du einmal gesagt hast, du kannst auch Pschemek sagen? Ja, aber sag ich's mal. Das ist ja mein richtiger Name, ne? Pschemek. Ja. Nur du bist der Einzige, der das aussprechen kann hier, ne? Ja, alles andere sind halt nur. Oh, schau mal, wer da ist. Ja? Hallo, hallo? Hallo, hi, how are you? I'm very fine, and you? All is good. Yeah. Yeah. Back again? Always, yeah. Always you'll see me here. You're a very experienced driver. You're driving everywhere you can. How do you like the roll race system? Roll race is really so nice. The competition's really so nice also. It's fair enough for all the driver. But for the rolling side today, it's by experience more than the power of the car. Yeah. And this is really something really nice. And it's good experience for all the driver who's here. And I wish us all the best for everyone. Thank you very much. Have a lot of fun. And thank you that you are visiting us so often here. Absolutely. It was my pleasure actually to be here. And inshallah, I will be always with you. Thank you so much. I will talk to Jimmy. This year, I promise I will visit you. Absolutely. You are home. Anytime you are welcome. Thank you very thank much. Thank you so much. Thank you so much. Is you here? Is you there? Change here Software, change here Software. Also auf jeden Fall, was ja. ich euch sagen wollte, ja. es ist wieder wunderschön hier. Es ist leicht bewölkt, ein bisschen windig, aber morgen soll es ja richtig warm werden, ne? Ja. Wichtig ist, dass nachher noch richtig warm ist, wenn wir unser King of Kings Battle fahren. Wie war das? Da kriegt der Gewinner alles oder was? Und ja, genau. Muss man da in den Pott reintun? 200 Euro in Pott. Ja, aber auch mit Klassen? Oder nein, jeder gegen jeden wie auf der Straße. Ah ja, aber ich kann doch nicht mit 900 PS gegen... Da fährt ein Opel Speedster mit 450 und so. Ja? Es wird mit Lampe gestartet, per Hand. Da gab es schon viele Überraschungen. Ach, sehr interessant, sehr interessant. Das hat bei dir nie aufgehört, oder? Dieses Fahren. Ich werde es nie vergessen, wo du hier beim Race 1000 wirklich zwischen den zwei Autos gerannt bist. Die wurde nur der Helm hingehalten und so das. Das hört auch nie auf bei dir, oder? Nee, was einfach Spaß macht, weißt du. Und es ist halt meine Disziplin. Meine Disziplin ist einfach geradeaus Vollgas, ja. So Rundkurs und so ist nicht meins, weißt du. Das ist... Da wird mir selber schlecht, ja, so wie ich war. Wie hältst du dann bei Mutlu im Auto aus? Ja, nur eine Runde habe ich gemacht. Dann habe ich gesagt, Mutlu, ich muss raus aus dem Ding. Ja. Der ist schon verrückt, ja. Du bist ja gefahren mit ihm. Ja, ja, und der hat, glaube ich, 10 Runden haben wir gemacht. Ich habe ja danach mich übergeben. Mir wäre es nicht anders gegangen, wenn ich länger drin geblieben wäre. Ja. So, erzähl mal jetzt bitte ganz kurz, was für ein Auto haben wir hinter uns? Jeder auf Instagram kennt es schon mittlerweile. Mir haben schon Leute geschrieben, frag ihn mal. Ja, frag ihn mal. Das Ding kommt immer, oh, der muss gegen 9FF fahren, 9FF fahren. Ich wäre gern bereit, gegen 9FF zu fahren, aber... Aber pass auf, die müssen kommen mit einem 992 Turbo oder Turbo S. Serienlader. Serienmotor, Seriengetriebe. Was sie dann machen, ist mir egal. Und dann können wir... Test machen auf jeden Fall, ja? Ja? Ja. Okay, ich bin etwas überrascht, ich bin selten sprachlos, aber da haust du einen raus auf jeden Fall. Die Community hat danach gefragt und wir müssen denn hier liefern, was sie wollen, oder? Deswegen, wenn NFF bereit wäre, so einen kleinen Vergleichstest zu machen, ist eigentlich egal, wer gewinnt, weil ich meine, 9FF ist ja der Porsche-Tuner, ja? Also, ja. Könnt ihr auch ruhig gewinnen, mir macht das nichts.
Ich mag das, ja, wenn jemand überzeugt ist von seiner Arbeit, weil das einfach geil ist und kann das einfach auch ganz locker sagen. Also, das heißt demnächst Race City Battle King of Porsche Kings? Das wär ein geiles. Soll ich's machen? Ich mach das. Ja, King of Porsche, ja. Das wäre auch geil. Habt ihr gehört? Und an alle kreativlosen Ideendiebe da draußen, egal ob ihr aus dem Fernsehen kommt, YouTube, TikTok, Instagram oder egal aus welcher Mutter ihr gekrochen gekommen seid, die Idee könnt ihr auf jeden Fall vergessen. Nächstes Race 1000 geht los und kauft jetzt Karten, denn da wird auf jeden Fall der Award für King of Porsche ausgefahren. Viel Spaß. Übrigens, Alex freut sich immer sehr doll über meine Schnapsideen. Ja, auf jeden Fall, so wie er jetzt hinter uns steht, da hat jetzt die Wagner Lade, also ich war ja im Mai schon mal hier, da hat er ja 850 PS Setup gehabt. Das war ja nur 200 Zeller Rennkart Software, Motor Software, Getriebe. Jetzt haben wir Wagner Ladeluftkühler, ja, die TTE Turbolader und noch Methanol, ja, von Snow Performance und hat so knapp 980 PS. Die ja, 200 auf 250 irgendwo 3,2, 3,3 Sekunden und 100 auf 200 sind wir irgendwo so bei 3,7, 3,8. Ja. Also bewegt schon ein bisschen. Ja. Ja. Ich meine, ich kenne ja deine Videos, wo du auf der G-Klasse rumgesprungen bist und sowas alles, aber Porsche, das wird sich nie bei dir ändern, oder? Nee, ja, Porsche ist im Blut seit 2015 vom ersten Roten. Ne? Ja. Und das ist halt ein zuverlässiges Auto. Du fährst aufs Event, fährst den ganzen Tag und fährst wieder heim. Ja. Ja? Ist halt Porsche, ne? Ja. Ihr habt ja auch einen sehr schnellen Urus gemacht. Ich habe gehört, 1040 waren... 1010. Ja, 1010, ja, Entschuldigung. Ja, und ich muss euch sagen, in der Klasse jetzt ist er momentan auf Platz 1, ja, mit 226 als km/h. SUV? Als SUV. Da ist ein R8 drin, ja, der V10 und die, diese KTM, dieses Ultra-Teil da, ja, mit dem TTRS-Motor drin, ja. Und die sind beide langsamer bis jetzt wieder Urus, ne? Wie oft bist du jetzt noch in Abu Dhabi? Also wie ist, hast du da einen Plan, wie oft du da hin musst und nicht? Also Plan nicht, es ist immer spontan und ich bin so 10 bis 12 Mal im Jahr noch Abu Dhabi oder Dubai, dann mal Katar und ja, aber... Wir haben letztens nämlich eine Liste gemacht für die nächsten Trips und du stehst ganz oben auf der Liste. Weil ich will nächstes Jahr Deutschland ein paar Mal öfters verlassen. Nächstes Jahr, der sagt schon seit 5 Jahren, dass er mich besucht in Abu Dhabi und hat es in 5 Jahren noch nicht geschafft, also... Meine Bewährung ist jetzt zu Ende. Ne? Also, kennst du die Flair-Ausrede? Also meine Bewährung. Oh Mann. Also, dann machen wir das so. Dann sehen wir uns jetzt dann in Abu Dhabi. Also wann bist du das nächste Mal da? Oktober. Wann im Oktober? Ende Oktober. Das sieht echt gut aus. Ja, also, dann lass doch mal was... Ich schreibe dir gleich Montag. Und dann gleichen wir das ab und so. Ich habe da richtig Bock drauf. Du hast mir erzählt, das ist sehr, sehr verrückt dort. Das ist... hier ist es auch schon verrückt, aber dort ist halt nochmal hoch 5, ja, hoch 10. Ne? Wie viele Millionen muss ich mitnehmen? Man denkt immer so, man muss da so viele Millionen mitnehmen. Du musst nichts mitnehmen, weil in Abu Dhabi bei den Arabern ist es so, wenn du mal als Gast kommst, dann wirst du 3 Tage als Gast behandelt. Das heißt, 3 Tage musst du gar nichts ausgeben, musst halt gucken, dass du nach 3 Tagen wieder heimgehst. Dieses Polnische vergeht nie bei uns, oder? Also... Was hast du sonst hier so für ein Auto gesehen, abgesehen von Porsche und deinen Autos oder Autos, die du machst? Ja. Gibt es ein Auto, was dich überrascht hat zum Beispiel? Hast du gesehen, gut, der ist heute noch nicht gefahren, wirst du aber nachher sehen. Asie ist ein Diesel, er fährt mit einem 1er Diesel, ist jetzt bei 9,5 seine persönliche Bestzeit. Ja, also was mir hier momentan gefällt, ist so dieses, also gerade Golf, der Golf von TTE, ja? Ja. Finde ich super geil, weißt du, es sieht nicht schnell sieht krass aus. Ja, und machst Haube auf, sieht aus wie original, wie wenn es da reingehört, ja. Also ist schon ziemlich geil gemacht. Und das alles andere, weißt du, diese 1200, 1300 PS, was da rumfährt, das muss man auch erstmal fahren können, ne? Ja. Das ist ja nicht so, dass es dann schnell ist, sondern man muss damit fahren können. Ja. Ja. Sehr schön. Hör mal, ich sehe jetzt, KTM dahin macht sich nochmal bereit, der will mich so nochmal schlagen. Ich muss mit dem Urus nochmal fahren und noch ein bisschen schneller, ne, dass der mich da jetzt nochmal... Top, danke dir. Ey, wir quatschen Montag. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Das war ein Tuning Talk mit Przemek, Jimmy Pelka. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Das ist der Mann hinter PP Performance. Und schreibt in die Kommentare, was ihr von der Idee mit King of Porsches haltet. Wie gesagt, geht sofort auf die Seite race-1000.de und checkt ab, wann das nächste Rennen ist, denn dort wird es auf jeden Fall stattfinden und ich bin schon sehr gespannt, wer sich traut, gegen PP Performance alles anzutreten. Das werdet ihr auf jeden Fall sehen hier auf dem Kanal. Ansonsten, wenn ihr natürlich Bock habt, dass wir Przemek endlich besuchen sollen in Abu Dhabi oder Dubai oder wo auch immer und euch diesen
krassen Vlog bringen sollen, na dann auf jeden Fall rein in die Kommentare damit. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn du neu dazugekommen bist, abonnier uns doch, hinterlass doch eine Glocke und dann siehst du sofort, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Und ich sag euch eins, in der nächsten Zeit kommen noch das ein oder andere Tuning-Talk, was euch aus den Socken hauen wird. Ciao.